ist aber Schluss mit dir, die Faxen, sonst der Lichtfuss. Jesus Gott, der Arf, Jesus Gott, der Arf, ich grüße euch. Je, Leute, ich grüße euch zu dir zum Amiga-Stream am Wodanstag. Am Wodanstag mitten in der Woche. Jesus Gott, ich grüße euch. So, ich mache mir hier mal die Musik aus, weil wir haben jetzt genug. Wir haben genug Musik gehört. Wir haben genug die Musik gehört. Wir werden jetzt Dingens machen. Wir werden jetzt Amiga, wir werden Amiga spielen, das haben wir ja schon gesagt. Und zwar stehen heute 3 Spiele auf dem Programm. Und zwar The Lotus 3, The Apidia und Turrican 1, weil das waren nämlich Vorschläge, die unter anderem The Daddle am Sonntag gemacht hat. Die unter anderem The Daddle am Sonntag gemacht hat. Und jetzt gucken wir mal. Hat's eingefangen? Ja, guck mal, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir spielen ohne Schummeln. Wir spielen natürlich ohne das Schummeln. Wir spielen schon richtig. Und die Video ist kurz in der Küche, ja. Viel Spaß in der Küche und bis de gleich. Bis de gleich. Koch uns was Schönes mit. Loading sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, wenn dran steht Loading. Ich habe wieder die Competition Pro am Start. Weil wenn man Amiga spielt, dann, und jetzt ist der Daddle, ich grüße dich. Weil wenn man das spielt, Amiga, dann muss man jetzt auch Steel Act mit der Competition Pro spielen. Cracked by Fairlight, Crack and Crack Incorporated.
Jesus Gott. Insert Disc 2 and Fire. Ja, ich hab. Wahrscheinlich will das Spiel, dass ich die Disc 2 hier rein tue. Kein Problem. Machen wir, wenn das Spiel das so will. Gremlin Presents. Ist das ein bisschen laut? Oder ist das noch so in Ordnung? Yes, die Autobahn! Die Autobahn! Wir fahren jetzt auf die Autobahn, Leute. Lotus 3, die Ultimate Challenge. Nein, wir haben lieber Automatik. Fahren wir mal los! Select the car! Nehmen wir mal das. Probieren wir mal den. Der ist nämlich so zwischendrin. Oha, was habe ich jetzt gemacht? Race 1 of 7, 3 laps of 2,9 Kilometer. Go! Wie schön wir hier fahren. Turbozone! Jesus Gott! Mach doch Platz mit dem Stinkkiebel da. Oh, die mich alle sich wieder wegstellen. Mach Platz für Milanese! Oh, guck mal, so, genau so geht das. Ich hab auch gesehen. Genau.
Ich habe auch gesehen, dass kein Schlüssel da war. Jesus Gott, also in der Bubo-Zone, da geht's ab. Ja, 186, 188. So bin ich auch ab und zu mal unterwegs. Na gut, 280, 283 kriegt meiner auch nicht hin. Ich glaube, was war das? Das schnellste, was ich glaube mal gefahren bin, war glaube 224 oder 226. Aber da merkst du wirklich, das ist so langsam, da kommt er dann so langsam an sein Limit. Sehr schön. Und da kannst du richtig sehen an der Benzinanzeige, wie die dann tück, wie die immer weiter runter geht. Kilometer über 5 Runden oder 5 Abschnitte. Kriegen wir hin. Da. Lass mich vorbei! Oh, da lässt mich nicht vorbei, der Typ. Oha. Sag mal! Jetzt ist schon Schluss, was so gar nicht richtig angefangen hat. Jetzt sind wir zu schnelleres Auto. Jetzt brauchen wir ein besseres Auto. Ein viel besseres Auto brauchen wir jetzt. Eieieiei. Ja, jetzt haben wir hier den Esprit Turbo. Jetzt geht's rund. Jetzt ist Schluss mit lustig.
Ja, der eine hat mich ständig, der ist mir ständig mit seinem scheiß Kofferraum vor der Nase rumgefahren. Das war bestimmt wieder so ein unverschämter Vollfahrer oder irgend sowas. Oh, es geht los. 3, 2, 1, los! Yeah, jetzt geben wir so richtig Vollgas. Jesus Gott. Yay, 291. Jesus Gott, das war knapp. Checkpoint. Da lacht er noch, weil ich verloren habe. Da lacht er noch. Ich habe noch nie gelacht, wenn du verloren hast. Ich war immer sehr traurig, wenn du immer irgendwo verloren hast in irgendeinem Spiel. Yay, yeah, die Musik ist vorbei! Hey, die Musik ist vorbei! Ganz ehrlich, also was ich am Montag geweint hab, was ich am Montag geweint hab, weil du so bei Donkey Kong verloren hast, da hab ich geweint! Die ganze Zeit hab ich geweint! Dann später, als ich Divinity noch gestreamt habe, hab ich geweint! Weil das so schlimm war! Weil es war so schlimm, dich da verlieren zu sehen. Oh, Musik ist aus, dann geht's los. 3, 2, 1, los! Ja, wisst ihr, ich fahre erst einmal 2 Kilometer, bis ich überhaupt mal über die Startlinie drüber bin. Ah, Gott!
Machen wir es ganz, anders. Jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt nehmen wir, das ganz langsame Auto. Jetzt nehmen wir, die Käskiste. Jetzt fahren wir mit der Käskiste. Jetzt fahren wir mit der Käskiste. Das wird nixen. Ja, Freile wird das noch was. Geh, Freile, wird das noch was. Drei, zwei, gibt's dir eigentlich Lotus, gibt's dir eigentlich noch? Weil die hast du früher ja eigentlich gut bei uns in Deutschland kaum schon gesehen. Ja, der fährt jetzt, ungefähr so, wie mein Auto. Der fährt so wie mein Auto. So 200 irgendwas, wenn man so normal auf der Autobahn unterwegs ist. Oha. Sehr gut. Completed. So, jetzt gucken. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt was wird. GG, yes, thanks for the GG and thanks for the Jesus, Joseph and Mariah. Jesus, Mariah and Joseph. Do, 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 do.
Drei, zwei, eins, to go! Oh Gott, wir schubsen sie einen aber auch schon die ganze Zeit. Hallo! Lass mich vorbei! Sah der Nerv da mit seinem scheiß Auto da. Ah, oh, Schaffzeiten! Ich muss jetzt so langsam wieder auf die Fahrbahn kommen. Yeah, Checkpoint! Hey, wo kommt der jetzt? Wo kommt der her? Letzter Abschnitt. Aber das ist, wie ich es mir gedacht habe. Das ist die Autos, die man auswählen kann. Die Autos, die man da auswählen kann, ist quasi die Geschwindigkeit. Das ist quasi die Schwierigkeitsstufen. Das sind quasi die Schwierigkeitsstufen und macht ja auch Sinn. Je schneller der Auto ist, umso weniger Zeit hast du dann ins Ziel zu kommen. Jetzt habe ich das langsamste Auto, also habe ich hier die meiste Toleranz für den nächsten Checkpoint. Und dann wurde das ja immer schlimmer, je schneller das Auto wurde. Darum wurde das vorhin auch immer schlimmer, wenn ich dachte, ah, komm, ist das schnelle Auto. Dann wurde das immer schlimmer, bevor es besser wurde. Der Nebel. Die Nebelstrecke. Die war bei Lotus 2. Die war bei Lotus 2 schon fies. Weil da gab es nämlich dann Schilder, die nach links gezeigt haben, obwohl die Kurve nach rechts ging. Die war... Pisup. Erbsensuppe hieß da, glaube ich, das Passwort. Pisup. Der Nebelwald. Ja, guck doch, wie es hier der Nebelig ist. Guck mal, die waren alle mit Nebelschlussleuchte. Mal wieder eine kleine Quizfrage an die Autofahrer da draußen. Wie schnell darf ich fahren, wenn ich die Nebelschlussleuchte anmache? Wie schnell darf ich fahren mit Nebelschlussleuchte?
Gab's das hier nicht? Gut, gut zu wissen. Weil das war bei Lotus 2, war das fies. Hallo, lässt du mich vorbei? Dankeschön. Yes, Checkpoint! Hey, hey! Lass mich vorbei, Typen! Let me forbei! Nein! Checkpoint! Ich habe ja mit 250 durch den Nebel. Das ist sportlich. Das ist sportlich. Mit 250 durch den Nebel. Bei Sichtweiten unter 50 Metern. Ist eigentlich der Magus noch da? Ist eigentlich der Magus noch da? Weil der muss uns berichten, was er heute gekocht hat. Der muss uns auch berichten, was er heute wieder selbstgemachtes gezaubert hat. Was er heute wieder gezaubert hat. Yes, level completed. Dum 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 dum. Yay! Und was kommt nun? Oh, bei Lotus 2 das Eislevel, das hat es in sich. Wenn das hier auch kommt, eieieiei, also Eislevel war, Jesus Gott. Sturm, Jesus Gott. Das Sturmlevel. Oha. Oha, das Sturmlevel. Jesus Gott. 3, 2, 1, go! Jesus, da fliegen schon die Büsche umeinander. Und fahren auf der Fahrbahn, Jesus. Oh Gott, lass mich vorbei, Typen. Maria, Kamera, mach die Bahn dicht.
Ach, Ludwig Stocker. Ludwig, lass doch den Tremper. Den Riegel. Was ist Notiker wert? Was ist Notiker wert? Yeah, die Miraculix-Hingelsteine. Es könnte in der Bretagne sein mit diesen Hinkelsteinen. Das könnte in der Bretagne sein. Weil im Hessischen steht jedenfalls keine so Hinkelsteine rum. Und im Bayerischen auch nicht. Jede bin ich wieder da, BB. Hast du das Chaos, hast das Chaos aufgeräumt, das die Picknick-Leute hinterlassen haben? Hast du das Chaos der Picknick-Leute beseitigt? Sehr gut. Danke. Bitteschön. Oh. Nummer. Musik Nummer 3. Tomati Mozzarella. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Das werde ich mir irgendwann auch mal wieder machen. Aber. Oh, jetzt geht's doch ins Bergische Land. Jetzt geht's durchs Bergische Land. Aber ich mache mir das immer meistens eher im Sommer. Mit frischem Basilikum vom Balkon. Weil ich liebe das, wenn da immer Basilikum drauf ist. Na, ein Gedicht. Ein Gedicht. Jetzt ist der Bergkuss. Ja, aber Leute, ihr wisst ja, ich war schon zweimal im Bergischen Land. Ich kann... Mit Bergen kenne ich mich aus. Mit Bergen kenne ich mich aus. Januar ist jetzt, nächste Woche ist Februar und der Februar mit seinen 28, der Februar ist auch gleich rum, Leute, Februar ist auch gleich rum und dann ist März, dann ist Frühling. Gut, bis Ostern kann es immer schon oft auch nochmal Schnee geben, aber spätestens im Mai, im Monat des Milanese, wird der Sommer wieder Einzug halten. Da lacht sie. Jetzt lacht Bella. Jesus Gott.
Ui, 10 Runden. Ah, wie gesagt, mit dem grünen Auto geht's. Oha. So was Blödes. Was denn? Ich hab so jetzt tatsächlich das Nilpferd-Baby, weißt du, das wo vor ein paar Tagen gerade weggekommen ist? Das haben sie jetzt gekauft. Das haben sie den Namen Elvira. Ein Nilpferd-Baby Elvira. Wieso? Das ist doch ein schöner Name. Warum soll ein Nilpferd nicht Elvira heißen? Elvira! Ist doch lächerlich! Elvira! Ich spiele echt nicht zu laut. Ich habe hier gerade volle Dröhnung auf dem Kopfhörer. Ja, ich denke mal, wenn ihr nichts sagt, wird es eigentlich in Ordnung sein. Ist die Winde, findet, dass Danny Dattel ein Breitmaul ist? Ja, um Gottes Willen. Leute, seid nett zueinander. Ziemlich laut auch geht's noch. Ansonsten meine ich es nachher ein bisschen leiser. Aber ich finde, gell, solange es ja auch gute Musik ist. Und das ist halt der Sound der 80er, frühen 90er, den man immer nachmittags gehört hat beim Zocken. Die Musik kann nicht laut genug sein. Richtig. Apidia ist doch auch. Apidia ist doch auch um Hülsbeck. Apidia müsste doch auch um Hülsbeck sein. Und die Gris. Oh, Moment, geschwind. Moment. Hier, Winfellow. Oh, jetzt habe ich mal ein bisschen leiser gemacht.
you. Wobei wirklich einen Unterschied höre ich jetzt gar nicht. Wirklich einen Unterschied höre ich jetzt gar nicht. Ah, guck, hier können wir auch. Stellen wir mal auf 90 runter. Kaputt, auch recht, wenn Lotus nicht mehr will, dann wechseln wir zur Apidia rüber. Wenn Lotus nicht mehr will, wechseln wir zur Apidia, auch recht. Ja, ich wollte sowieso dann von der Zeit her jetzt dann so langsam mal rüber wechseln zur Apidia und dann zum Abschluss probiere ich mal noch Turrican 1. Playbyte. Das sind wahrscheinlich die Vorgänger von Bluebyte. Weil das Logo sieht fast so ähnlich aus wie das Bluebyte-Logo. Ach ja, Bluebyte, was haben wir uns Schönes beschert damals mit Siedler und Siedler 2 und dann hat Ubisoft alles kaputt gemacht. Push, Start, Bottom. Drück schon die ganze Zeit des Startbutton. Und Sabi, Jesus, ich grüße dich. Ist das Apidia? Das ist doch nicht Apidia. Doch, ah, okay. Ja, genau. Einmal. Da ist irgendwas kaputt. Ich muss den Emulator nochmal neu starten. Winfellow. Windows Defender möchte Winfellow nichts erlauben. Doch, du, ich erlaube das. Ich bin der Administrator. Ich erlaube das. Böse, aber so ein Kack. Ich erlaube das. Ja, der Windows Defender, der motzt gleich mal gern rum. Gucken wir mal. Jesus Gottes, Sabi. Sabi ist ja auch wieder am Arbeiten. Und
So muss das. So muss das. 1992. 1992 war Olympia in Barcelona. Außerdem war Europameisterschaft. Europameister wurde Dänemark. Und Albertville. Ah, jetzt, Leute, guck mal, jetzt geht's. Level normal, easy practice. Wir fangen mal mit easy an, oder? Team Mode, no. Auto, one up, every 20,000. Oh, Spiel geht schon los. Woran bin ich immer verreckt? Jesus Gott! Karl der Käfer will mich abschießen! Jesus, der Schnee! Was ist mit der Schnecke kaputt? Was ist mit der Schnecke kaputt? Und Jesus, der Pilz! Wow, der Mischkäfer! Nein! Oh Gott, der Hirschkäfer! Jesus Gott! Die Bubi! Die gute Bubi! Nein! Das Spiel ist schwer. Das ist nicht einfach. Hast du keine Trainer-Version? Nein, ich habe die richtige Version. Na gut, man kann ja eigentlich noch den Practice-Modus auswählen. Außerdem, man spielt nicht Amiga bloß wegen dem Trainer. Was ist denn das wieder für ein...
Nein, ich bin doch noch geflogen. Wieso will alles die Bienen? Was haben die Bienen? Möchtet ihr wissen, was die Biene wieder angestellt hat? Weil alles und jeder will die Biene umbringen. Alles und jeder will die Biene umbringen. Alles und jeder will die Biene umbringen. Die hat irgendwas angestellt. Die hat irgendwas. Irgendwas hat sie gemacht, die Biene, weil alle wollen sie tot sehen. Alle wollen die Biene tot sehen. Die Schnecke zum Fenster. Bin ich kurz unverwundbar, aber nur kurz. Holy shit! Der Schmetterling, Jesus Gott! Verrätst deine Ahnung, du? Ja, ich weiß auch nicht. Herrschaftszeiten. Die Raupe. Jesus. Onkel Raupe will uns umbringen. Jesus Gott.
Ja, Herrschaftszeiten, du sagst es. Du sagst es. Herrschaftszeiten, die Viecher. Die Viecher, alle Viecher wollen die Bienen umbringen. Die Busenbiene. Spiel mal richtig. Ich spiele richtig. Ich spiele Alexander Ristich. Kennt noch jemand Alexander Ristich? Den guten Bundesliga-Trainer Alexander Ristich. Jetzt habe ich gerade Bienenkollege. Und schon wieder weg. Auch alles und jedes Ding nach uns schießt. Es stimmt. Auch die ganze Viecher, die dann wieder... Die dann wieder ins Essen nachfliegen oder gegen die Windschutzscheibe knallen. Oh, jetzt hat dem Hirschkäfer den Schädel abgeballert. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ach Leute, ich glaube, wenn wir morgen Ding spielen, wenn wir morgen Guts and Glory wieder spielen, ich glaube, ich mache da nochmal die Ding an. Ich glaube, ich mache mal morgen nochmal das Song Request an. Wenn wir Guts and Glory spielen, da passt es doch, glaube ich, auch ganz gut. Dann dürft ihr bekloppte Musik wünschen. Und ich spiele... Das wollte ich gerade vorschlagen. Also ich jetzt auf Practice wechsle. Habe ich das gerade auf normal gespielt, oder? Oder war es easy? Ich weiß nicht, ob das schon easy war oder schon normal. Ist ja voll normal. Voll normal ist schon schön, ein Film. Das ist auch deutsches Kulturgut. Eben war easy, gell? Das war nicht normal, das war... Ich habe nämlich auf easy gestellt. Thank you.
bin ja wieder der Kollege. Im Practice-Mode geht's so einigermaßen. Im Practice-Mode geht's so einigermaßen. Jö. Jö. Die Biene, jetzt ist der Pfiff! Biene kann sogar unter Wasser. Hat also irgendwas wieder gekillt, keine Ahnung was. Die Musik ist wieder genial. Die Musik hat ein bisschen was von Sonic. Es regnet oder irgendwas. Boah, könnte man gar wieder Kollegen bekommen. Alles killt uns in dem Spiel. Oha! Die Köcher fliegen Larve! Die Köcher fliegen Larve! Uah, der Kaulquappen! Bin an die Seerose dran gekommen und verreckt. Okay. Ja, dann hat er auch verboten. Genau. So wahnsinnige Typen. Hey, sie. Ja, dann hat er auch verboten. Ist ein komischer Chemiekasten da. Das Wasser würde ich aber nicht trinken. Haben Sie gesehen, was hier für Viecher drin sind?
Die Musik könnte aber auch so Outro von irgendeiner 80er Jahre Serie sein. Oder zum Beispiel so Fall für 2, wenn der Abspann kommt. Wenn der Dr. Renz und der Madula wieder ein Bierchen zusammen saufen. Fangen wir mit dem Lotto Heselmann. Zusammen mit dem Lotto Heselmann. Madula Best, ja, sowas von. Josef Madula, geboren in Oberhausen. Wissen die wenigsten. Madula, der guten Typen, der kommt aus Oberhausen. Wir können doch fliegen, Larve. Jesus Gott. Kruzifix. Das Spiel oder wie ich spiele? Aber das Spiel an sich ist ja gut. Nur die Art und Weise, wie ich spiele, die macht einen fertig. Spiel. Sehr gut.
Aber das Spiel ist echt gut. Das Spiel ist echt gut, also. Für Leute, die solche Shooter können. Ist das auf jeden Fall. Auf jeden Fall empfehlenswert. Also macht Bock. Und wer immer schon mal eine Biene sein wollte. Für den ist das natürlich dann doppelt was Gutes. Wir spielen so bis 21 Uhr, bis kurz nach 21 Uhr und wechseln dann im Anschluss an Dingens. Wir haben sogar bessere Bewertungen bekommen als Turken 2. Jesus Gott. Auto, Team-Mode. Jesus Gott. Aber Turken 2 muss ich auch mal wieder machen. Vielleicht mache ich einen Abschnitt im 24-Stunden-Jubiläums-Stream dieses Jahr. Da haben wir dann so lange Turken, bis ich durch bin. Nein, jetzt habe ich gerade die Kollegenbiene. Spiel ist damals bestimmt als Werbespiel der deutschen Imkerinnungen auf den Markt gekommen. Bienen haben auch ein Geschlechtsleben. Aber sowas von.
Was habt ihr denn heute so gemacht, Leute? Erzählt mal. Erzählt mal, was ihr heute so angestellt habt. Ich war beim Schaffen. Vorhin ein bisschen gepennt, ja, sehr gut. Muss auch sein. Das muss doch auch mal sein. Wir sind eine Biene, wieso kommt jetzt das so ein komischer Typen? So Mittagsschlaf, das ist doch was Erquickendes. Den Satz sage ich auch manchmal, wenn ich so einen Mittagsschlaf mache. So Mittagsschlaf ist doch was Erquickendes. Boah, der hat so einen geilen Schuss. Jetzt darf ich nicht verrecken. Nein, da war das Ding. Oh. Weil das ist wie bei Janna Sisters. Wenn du da in einem höheren Level wieder ohne alle Goodies anfangen musst, dann kannst du auch vergessen.
Jesus Gott! Ja, Entschuldigung! Da kommt dann der Pfiff von hinten. Verrückt. Sehr verrückt. Sehr verrückt. Ah, jetzt ist natürlich wieder sehr schwer. Jesus! Nein! Ist auch noch allerhand ausländisches Geld dabei, das können Sie doch umtauschen. Haben Sie ein schönes Trinkgeld, ne? Ich bin doch kein Kellner! Und schon gar kein Kellner! Hier, haben Sie Ihren Scheiß. Tag. Wie wär's denn mit einem Tausch? Hm? Dieses schöne Lebensmittel gegen das Päckchen. Wir sind doch hier nicht bei... Eins! Außerdem stellen Sie sich vor, jeder Kunde würde mir seinen Scheiß andrehen. Der eine seine Bratpfanne, der andere ein Ölgemälde, der andere ein Bratgemälde, der andere seine Ölpfanne, der andere ein Kellner, der eine seine Moneymaker-Software. Sich Paul, jedoch er irrt sich. Denn ich kann in die Röhre gucken. Auch am Haus 46. Das Tier wohnt unter mir, zahlt nichts dafür und buddelt hier vor meiner Tür. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wie bitte? Das wäre doch auch mal ein Spiel für dich für Sonntagabend. Könnte ich auch mal meine 100.000 Punkte raushauen. Das wäre doch auch mal ein schönes Spiel von Dattel für Sonntagabend. Weil ich meine, du kannst das auch besser. Du kannst diese Art Spiele auch besser als ich. Und er hat die Trainerversion. Ja, guck. Aber die Trainerversion, also sowas. Oh, ich hoffe, ich habe eine funktionierende ROM. Das ist ja immer die große Frage, wenn man Amiga spielt. Dass man auch eine funktionierende ROM hat. Da, 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 da.
Rainbow Arts. Welcome to Turricana. Jesus Gott, Sprachausgabe.
Gegner gewesen wäre. Das hätten wir eventuell durchspielen oder zumindest bis zum letzten Boss kommen können. Also da war ich selber von mir selber überrascht, wie gut ich das gespielt habe. Sagen, kann ich mich hier auch in den Dingens verwandeln? Ja. Oh, Exit! Exit! Yes! Exit! Oha! Jetzt kommt die Hand! Faust, besser gesagt. Jesus Gott, wir haben die Faust kaputt. Ah ja, und hier ist die Faust. Hier ist die Faust, der Boss. Und hier kommt der Boss nicht am Ende vom Level. Hier kommt der Boss gleich mal am Anfang vom Level. Da haben wir überall die Stacheln. Vita! Nein! 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 Nicht der Runde falle, Türken! Nicht der Runde falle! Oha! Nein, 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 nein. Ich wollte da die Dinger einsammeln.
Okay. Ding mal, ich muss hier runter. Ding mal, ich muss hier runter. Nein, 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 nein. Yes, exit. Sehr schön. Oh, die Musik. Ja, danke schön. Ja, nein, 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 nein. Ja, danke schön. Ja, ich kann nicht mehr. Da fehlt die Spannschraube. Die Spannschraube muss her und zwar sofort. Was war's? Wieder von. Wieder von da? Ja, wunderbar. Aber du Spiel. Was bringt mir wieder ein Continue, wenn ich von Anfang an anfangen muss? Ja, dann kann ich wieder von Anfang an anfangen muss. Da kann ich doch gleich sagen, continue, no. Ich fange von Anfang an. Also. Dass die dann auch überhaupt noch einen zweiten Teil vermarkten konnten.
Immerhin kommen wir relativ schnell durchs erste Level durch. Und tun wir jetzt mal gegen die Faust kämpfen? Jesus Gott! Ich wollte gerade sagen, wenn wir vorne stehen, passiert eigentlich nichts. Ah, guck mal, das ist doch jetzt eine gute Stelle. Jetzt stehen nämlich noch nicht richtig im Bildschirm drin. Das ist doch eine gute Stelle. Geschwind. So, nun geht's weiter. Ui, nun gewinnt's wieder. Oh, der Blitz hat ihn eingeschlagen. Himmel, Arsch und Zwirn. Ein Gewitter, Gewittermann! Ja.
Nice, 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 nice. Ach, gut. So weit waren wir vorhin auch schon mal. Nicht runterfallen! Fällt mir da runter, ich sag's euch. Oh, 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 oh. Zu wissen, wusste ich jetzt gar nicht, dass man hier rein muss. Amiga!
in zwei groß geworden bin. Ja, gell, was Einfaches, was es nicht so belastet, damit man noch entspannt ins Bett gehen kann. Das Knacks geht ja nicht. Das blöde Knacks geht ja nicht. Riskant, ja komm. Machen wir riskant. Dann kann ich wieder ein bisschen. Riskant kann ich wieder ein bisschen mit meiner Allgemeinbildung klug scheißen. Oder mich total blamieren. Oh, mich total blamieren. Ah ja. Jeopardy. Drücken Sie die linke Maustaste. Armer Dog. Erwin und Ulrike, Jesus Gott. Fremde Worte, Kinder und Kram, Zeitreise, Jukebox, Regelwerk unterwegs. Machen wir mit fremde Worte 100 an. Zusammenstoß mit einem Auto oder beim Billard. Ich muss ja immer den Knopf drücken muss. Bravo, Ihre Frage ist korrekt. Karambolage, guck, Karambolage. Welchen Knopf muss ich denn drücken? Tiere und Pflanzen, die es auf der ganzen Welt gibt. Weltbürger. Was? Kosmopolitia, das soll ich gar nicht mehr sagen, ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Trennlinie in einem Blatt Papier. Ja, das ist Dingens. Hallo. Was muss ich hier drücken? Das ist Perforation. Ich glaube, Shift. Moment. Oh, nein, ich will die Einrastfunktion. Nicht Erwin. Ja, guck, ich hab's doch gesagt, das ist Perforation, aber ich hab ja nicht drücken. Da bin ich zu oft umschaltet.
Oh, oh, irgendwas hat jetzt funktioniert. Was ist... Yes! Was ist ein Tipp? Oh, Milanese ist in Führung gegangen. So sieht's aus. 500. Feinerer Stoff. Wenn der Name schäbig klingt, feinerer Stoff. Popeline. Ah, Popeline. Der Popelin-Mantel. Unterwegs ein Hunnet. Dieser Fluss entspringt in Tibet, zwischen Kambodscha und Vietnam. Sag bloß, du weißt es. Der Mekong, ja Leute, dem Mekong-Delta. Sowas weiß man doch. Die Ulrike hat's gewusst. Die Ulrike hat's gewusst, die Uli. Unterwegs 200. Ding, ding, ding. Was ist Finnland? Yes. Kinder und Kram, ein Wunder. Bing, 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 bing. Ein Paket auf Lummerland. Wer ist Jim Knopf? Sehr gut. Und es ist Shift. Also inzwischen reagiert er auf Shift. Kinder und Kram 200. Der Bär, das ist Baloo. Gott. Wer ist Baloo? War sogar richtig geschrieben, weil ich dachte, oh Gott, wie schreibt man den jetzt? Aber Baloo. Kinder und Kram 500. Jetzt legen wir richtig los. Durch Lilliput und Brobdignack. Brobdignack. Wer ist Gulliver? Genau, durch Lilliput und Brobdignack. Vierhundert. Mit Regenschirmflugs in London. Ist die Mary Poppins. Wer ist Mary? Mary Poppins. Ich räume hier ab, Leute. Ich räume hier ab. Ich glaube, die anderen können das gar nicht mehr einholen. Die anderen können das gar nicht mehr einholen. Der Erwin und die Uli. Klein und blau, immer auf der Flucht von Gargamel. Sind. Wer sind die Blümpfe? Heieieiei. Sehr gut. Und die Ulrike hat immer noch Minus. Unterwegs 500. Um Timbuktu zu besuchen, muss man sich dahin bemühen. Ich glaube, die wollen wahrscheinlich die Hauptstadt wissen wollen. Was ist Ouagadougou? Aber die Hauptstadt von Timbuktu ist Ouagadougou. Wahrscheinlich hat es falsch geschrieben.
da, der ist auch falsch. Sehr gut. Traut sich der Erwin noch? Traut sich der Erwin noch? Aber das, was ich geschrieben habe, war unter Garantie richtig. Heieieiei. In letzter Sekunde. Die richtige Frage wäre... Mali. Ach, ist Timbuktu heutzutage Mali? Verrückt. Vergessen wir es. Weide. Direkt die Abmonacht an dem sieben Hügel Roms. Ach, der Vatikan. Ja. Stade Città Vaticano. Dieser Staat beobachtet. Es müsste Kuba sein. Was ist Kuba? Erwin, beste Mann. Aber sowas von beste Mann. Vor allem, guck du, wir sind dann. Ich bin der Erwin. Jesus Gott. Jukebox 100. Sie gingen vor Peter Maffay über sieben Brücken. Oh. Karat, oder? Karat? Ja, Karat, guck. Sie haben immer diese Händelsekunde, die man zu spät rückt. Jukebox 200. Vielleicht kommt da eine Heino-Frage, die wüsste ich dann. Als Susan wurde sie verzweifelt gesucht. Susan Stahnke? Susan desperately wanted. Susanne? Sagt mir jetzt nix, aber kann nicht alles wissen. Erwin, Respekt, Madonna. Was? Es gibt doch gar keinen Sinn. Er darf ja wählen. Jukebox 300. Hotel California, das sind die Eagles. Wer sind die Eagles? Sehr schön. Hotel California. Da 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 da. Erwin hat null. Die Eagles. Ja, die Eagles, sei doch gesagt. Sohn eines Königs, komm mit Revolution groß raus. Sohn eines Königs. Wer ist Prinz? Jukebox 500. Er machte nicht nur sein Gesicht zum Trill. Hat kommt, der sich doch jetzt geschenkt, Alter, der sich doch jetzt geschenkt. Wer ist Michael Jackson? Wer war Michael Jackson, müsste man inzwischen die Frage stellen. Aber das weiß das Spiel nicht. Regelwerk 500, bitte. Stärker als das Komma, schwächer als der Punkt. Was ist der Semikolon? Was? Wenn jetzt die Antwort heißt muss, was ist der Strichpunkt?
dann werde ich hier irgendwas, dann werde ich irgendwann hier der Vernichtung zuführen. Wehe, ich warne dich. Semikolon ist der Fachbegriff. Und für 500 erwarte ich, dass an der Fachbegriff gesucht wird. Beifügung den Wort näher bestimmt. Oh, Erwin holt auf. Erwin holt auf. Attribut. Guck, jetzt wollen sie das Fremdwort. Jetzt wollen sie das Attribut wissen. Regelwerk 200. Wortfolgen, die nach Regeln miteinander verknüpft sind. Ein Satz. Ei, Wort. Kann sein. Regelwerk 300. Ein Verb, das den Akkusativ braucht. Was ist ein Adverb? Was? Oh, ich hab beschissen. Ein Verb, das den Akkusativ braucht. Erwin. Jetzt kommt ja noch Transen vor in dem Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Übertragung der Bedeutung eines Wortes. Ja, ausgerechnet die, wo ist das jetzt? Nee, guck, sie hat sogar falsch gemacht. Sie hat es sogar falsch gemacht. Übertragung. Metapher. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Zeitreise. Drei gab es davon zwischen Römer und Karthago. Punischen Kriege. Also wo 100 ist das ganz schön happy. Was ist Westfalen? Ist das wahrscheinlich Westfalen? Ja, ich dachte, das wird der Westfälische Friede sein. Der Westfälische Friede. Aber da sieht man wieder, Westfalen kannst du vergessen. Westfalen kannst du vergessen. Wahrscheinlich ist jetzt noch die Antwort Hesse. Wahrscheinlich ist jetzt Hesse noch die Antwort. Utrecht. Ja.
Kann sein. Kann sein. Utrecht. Was ist die Magna Carta? Was war die Inquisition? Nee, also um Gottes Wille. Ja, nicht einmal mehr im Öffentlich-Rechtliche. C30. Sieg Wellington, so ein Flügel über Napoleon, Belle Allianz. Waterloo, oder? Was ist Waterloo? Yes. Zweite Runde. Ah, jetzt müssen wir so richtig reinhauen. Weil sonst holt Ulrike und Erwin noch auf. Fernsehen, leicht und locker, lilala. Prost, Kutsche und Drack, Chip and Maus. Denn Nicole wünschte sich. Ein bisschen verrückt. Was ist Nicole? Okay? Wer ist Nicole? Ja, wenn ich frage, was ist Nicole, ist das genauso richtig. Lalilala 400. Mit Schlapphut. Ach, wie heißt der Butterfly? Daniel Gerard. Butterfly, wann werde ich dich wiedersehen? Bill Ramsey. Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle. Sehr schön. Empfehle ich jedem mal hinzugehen. Bei dieser Insel ist Rudi Schurike. Capri. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Sehr schön. Hallo Leute, ich räum ab. Tausend! Sie wollen sogar Dave Dudley, Hank Snow und Charlie Pride auf AFN hören. Doch Truckstop. Was ist Truckstop? Ich möchte so gern Dave Dudley, Hank Snow und Charlie Pride. Ach, Truckstop beste. Fernsehen 200.
Helmut Lange, ah ja. Fernsehen 400. Weiber, Tortenkäse, Sprüche und ein nackter Gottschall. Weiber, Torten und ein nackter Gottschall. Es gibt doch keine nackte Gottschall-Sendung. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich wieder. Es ist wieder irgendwas Dingens da. Hella von Sinnen. Ja, okay, okay. Kann man mal gelten lassen. Korrespondenten berichten aus aller Welt. Das ist der Weltspiegel. Die Sendung heißt Weltspiegel. Da kann ich auch nichts. Kann ich auch nichts machen. Machen wir alle falsch. Komm Ulrike, du machst sie da noch falsch. Der Auslandsjournal wäre auch eine Möglichkeit. Der Auslandsjournal. Wir wollen mehr ZDF als ARD. Waldorf und Stadler, das ist die Muppet-Show. Was ist die Muppet-Show? Yes. Ah ja, Windows Defender berichtet mir gerade, dass keine Bedrohungen gefunden wurden. Am laufenden Band Herzblätter. Wer ist Rudi Carrell? Rudi Carrell, sehr gut. Also ich glaube, mit Ulrike wird es halt nichts mehr. Leicht und locker. Der Milchmann. Anna Tepka. Wenn ich einmal reich wäre. Ich sag noch Anna Tepka. Aber ich wusste, dass das Dorf Anna Tepka heißt. Herakles ist ja mal ein Milchmann. Wenn ich einmal reich wäre. Ei, bidi, 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 Herakles ist hier mal ein Milchmann. Nicht doch. Herr Gott, Herakles. Er musste 12 Aufgaben bestehen, um in den Olymp aufgenommen zu werden. Und die Götter erkannten ihn als einen der ihren an. Was waren das denn für Aufgaben? Komm mit mir ins Chambre Separe. Das ist der Opernball. Wiener Opernball im Chambre Separe. Ja, ja, der Opernball. Das haben wir schon wieder gedacht, weil die Wiener, die haben da so Begriffe, die sagen da gerne, ja komm mit mir ins Chambre Separe.
chambre séparée. Diese Madame weiß sich auch in der Operette das Leben als Mätresse. Madame Pompadour, guck, ich weiß alles. Ich weiß alles, was ich sag's im Moment. Prost. Blech mit Prost. Bunt gemischt. Und schön verziert. Cocktail. Was ist ein Cocktail? Sehr gut. 400. Trockener Reim aus Rebsorten, die südlich von Rom wachsen. Oh. Frascati. Ja, jetzt hat er nur noch 5000 Punkte Rückstand. Diese blaue Blume, trinken darf man es. Enzian. Was ist Enzian? Enzian-Moth. Enzian-Moth. Geht, mach mal Enzian-Moth. Prost 800. Strohhalm. Oder Röhrle. Bei uns sagt man auch Röhrle dazu. Was ist ein Strohhalm? Röhrle. Wein im kämpferischen Sack. Ah, das wird Boxbeutel sein. Das wird Boxbeutel sein von Boxen. Boxbeutel. Ja, der Boxbeutel. Der fränkische, also das ist diese bauchige Flasche. Der fränkische Wein, der ist im Boxbeutel drin. Boxbeutel. Begehrtes Tauschobjekt. Die Haltbarkeit des Nylons. Ja, das stimmt. Kude und Tracht 400. Hessische Tracht in Darmstadt. Flüschiges für den Fernseher. Manche Pantoffel. Was ist der Pantoffel? Was sind Pantoffel. Unterm Pantoffel stehen. Chip und Maus 200. Datenbank. Ich sag jetzt einfach mal, was ist Datenbank? Fick mich in der Mikrofon. Jetzt Benner hat laut Legs, um Gottes Willen. Datei. Unverschämt.
Chip und Maus 400. Gut, wir haben es ja bald geschafft. Wir haben es ja bald geschafft. Dann ist Feierabend für heute. Bus, der Serial Bus, ich glaube heute, da gibt es den Begriff gar nicht mehr so im Computer-Ding. Aber früher hat man das öfters mal gelesen, dass irgendwie eine Fehlermeldung mit dem Serial Bus oder irgendwas war. Hält warm, schlechtes Bier schmeckt so. Die Busmaus. Schal. Hudi und Tracht, Adkunet. Oberteil mit Buchstabenform. T-Shirt, ja. T-Shirt. Ei, 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 Ulrike legt jetzt los. Ulrike legt jetzt los. Bing, 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 bing. Was ist Sandalen? Yes. $10,500. Chip und Maus 1000. Programmteil mit eng begrenzter Funktion. Modul. Heieiei, Ulrike. Auf dem Monitor. Was ist der Cursor? Sehr gut. Und Chip und Maus 800. Ja, nicht nur du, auch die Bella. Ich glaube, bei euch in Nordrhein-Westfalen ist wieder alles kaputt. Menü. Oh, Erwin verscheißt sich jetzt noch zum Schluss. Ja, Menü. Ja, wenn du schreibst Angebot, Menü. Die Finalrunde, leicht locker. $3,300.
Anna Befka. Die Frage kam ja vorhin. Anna Befka. Yeah, ich bin der Champion, Leute. Nee, das möchte man nicht nochmal. Wir müssen jetzt nämlich Schluss machen, Leute. Es ist schon 22.18 Uhr. Jesus Gott. Thanks for the GGs. Yeah. Oh, nicht darf. Das Bildschirm brauchen wir. Ich sag auch mal, ja, wir machen sowieso Schluss. Also, liebe Standbild-Leute, wir machen sowieso Schluss. Ich bedanke mich für Zuschauen. Morgen, Danny, du streamst, glaub, morgen nicht, oder? Dann gucke ich. Wie gesagt, ich sehe es ja. Wenn du streamst, streame ich nach dir. Und ansonsten fange ich morgen dann so 6:30, 7 an. Ich gebe es dann noch bekannt. Morgen gibt es dann wieder Guts and Glory, wahrscheinlich mit Song Request. Also, gute Nacht und bis morgen, Leute. Ciao. Also gut, moin nicht. Also war ich wahrscheinlich so. Um sieben fange ich an. Falls ich doch früher anfange, gebe ich Bescheid. Bis dann.